Hallo Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute eine total schöne Geburtstagskarte, wie ich finde, mit einer wunderschönen Torte drauf. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt im Video. Ich habe auch hier innen drin noch ein bisschen embossed. Und ja, legen wir gleich mal los! So, an Farben halte ich euch wie immer die Bestellnummern mal kurz ins Bild. Habe ich einmal benutzt Farbkarton Flüsterweiß in extra stark. Das ist die Bestellnummer. Dazu Farbkarton in Granit und Flüsterweiß, den normalen. Also es gibt den extra starken und den normalen. Und ich benutze jetzt beide. Ich habe nämlich für die Grundkarte den extra starken benutzt. Der ist einfach ein bisschen stabiler. Und den habe ich zugeschnitten auf 21 cm x 14 cm. Und gefalzt ist er schon bei 10,5 cm. Und dann habe ich noch den Granit, also da könnt ihr entweder euch den zuschneiden auf 12 cm mal 8,5 cm ungefähr oder ihr benutzt so wie ich, dass ihr noch so diese schöne Stickmuster, diesen Rand habt, habe ich benutzt die bestickten Rechtecke und habe mir hier die zweitgrößte Form ausgestanzt und die zweitkleinste aus Flüsterweiß. Da habe ich jetzt schon ein bisschen embossed. Aber wir embossen auch gleich im Video zusammen. Aber die sind beide eben aus diesen tollen Rechtecken rausgenommen. Okay, dann wie gesagt eben den normalen Flüsterweiß-Farbkarton. Da habe ich eben dieses Schild ausgestanzt. Dann habe ich noch ein bisschen Seidenglanz, weil wir nachher kolorieren. Dann nehme ich das Seidenglanz. Oder habe ich die Bestellnummer gar nicht gesagt? Vom Seidenglanz ist das hier die Bestellnummer. Die habe ich gleich vergessen gehabt, gell? Okay, und ja, mehr braucht man gar nicht an Papier. Dann legen wir jetzt mal los. Was ich, wie gesagt, schon hergerichtet habe, ist einmal dieses Schön, dass es dich gibt, hier innen rein embossed mit den Punkten und dieses Schild, alles Liebe zum Geburtstag. Und den Rest machen wir aber zusammen und wir embossen auch. Und damit fangen wir jetzt am besten gleich an. Dann nehme ich mir jetzt den Farbkarton in Seidenglanz und das Stempelset zum Geburtstag für dich. Das finde ich ein ganz, ganz tolles Stempelset. Also ich muss echt sagen, ich bin dieses Jahr sehr begeistert von den Celebration-Produkten, nicht Broschüren. Und aus diesem Stempelset habe ich eigentlich fast alles benutzt. Das ist schön, dass es dich gibt, das alles Gute zum Geburtstag, die Torte und diese kleinen Punkte sind auch in diesem Set drin. Also ich finde das ein ganz tolles Set, weil man das so schön kolorieren kann und ich finde diese Torte und die Blume einfach richtig, richtig schön. Okay, dann ziehe ich mir die Torte gleich mal auf den Stempelblock auf und hole mir mal Embossing-Material. Beim Embossen braucht man immer dasselbe. Das ist einmal der Embossing-Buddy. Den schnappe ich mir als erstes und gehe mir über das Papier, das ich schön embossen möchte. Einfach, dass da keine Fingerabdrücke mehr drauf sind und das Prägepulver dann gut hebt. Dann nehme ich mir die Versamark-Tinte, stempel mir das jetzt einmal hier schön auf meinen Stempelblock auf. Und mache mir hier erstmal einen schönen Stempelabdruck, den ihr jetzt aber erstmal leider nicht sehen werdet. Ich halte den jetzt ein bisschen drauf, dass es einfach schön einziehen kann, die Farbe ins Papier. Und jetzt gehe ich mit dem goldenen Prägepulver drüber. Und dann könnt ihr auch sehen, was ich da gerade gestempelt habe. Das ist immer ein bisschen einfacher, wenn man entweder eine größere Dose hat unten oder ein kleineres Papier. Okay. Wenn ihr jetzt irgendwo noch Rückstände habt, wo ihr mit dem Embossing bei denen nicht richtig hingekommen seid, könnt ihr euch das immer mit einem Pinsel noch wegmachen. Ich habe hier unten zum Beispiel noch ein bisschen Pulver, das kommt alles wieder zurück in die Dose. So, und jetzt sieht man richtig schön, was ich vorher eigentlich aufgestempelt habe. Okay, und das Ganze werde ich jetzt mit dem Erhitzungsgerät schmelzen. Und jetzt gibt es was richtig Cooles, und zwar von Februar bis März.
glaube vom 3. Februar oder so, ich blende euch den Zeitraum jetzt am besten mal ein, gibt es noch zusätzliche Produkte zur Celebration und auch zum Mini-Katalog. Also das sind zum Beispiel Stanzformen für verschiedene Stempelsets, die es da einfach jetzt zusätzlich neu zum Kaufen dazu gibt. Und da ist zum Glück auch diese wundervolle Torte dabei. Und zwar heißt das Set zum Geburtstag oder Geburtstagsstanzformen. Und das ist die Bestellnummer. Entschuldigung, ich habe mir das noch nicht aufgeklebt. Aber da ist eben diese tolle Torte dabei. Die werde ich mir gleich ausstanzen. Es wären zum Beispiel auch nur die Blüten dabei. Also ihr könntet euch auch einfach die Blüten noch ein zweites Mal ausstanzen. Auf Stempeln oder embossen und dann nochmal ausstanzen, die nochmal drüber kleben, dann habt ihr noch mehr 3D-Optik. Ich fand es jetzt so schon sehr schön und werde es auch so lassen, aber wenn einem das gefällt, dass das noch mehr vorsteht, dann kann man das auch nur mit den Blümchen ausstanzen und dann muss man nicht so viel schnippeln, das ist natürlich total super. Und man kann auch zum Beispiel den Tortenboden oder dieses Tortengestell ausstanzen und ein paar Zweige, ein paar Blätter und kann das alles noch ein bisschen schöner hervorheben oder ja, dimensionieren, ohne dass man da viel schneiden muss. Genau, und das kurbel ich mir jetzt einmal durch. Und was ich noch mache, ich werde mir auch noch den Hintergrund prägen. Ich habe ja den schon so schön ausgestanzt mit dieser bestickten Form, aber ich werde den auch noch in die 3D-Präge vom Steinmauer geben. Das ist diese Nummer. Die kommt zusammen mit einem Stempelset, bekommt ihr das? Auch in der Celebration, also auch gratis kann man sich das aussuchen und die finde ich total schön. Und das ist, wie gesagt, eine 3D-Prägeform, das heißt, es prägt noch ein bisschen tiefer und das werde ich mir jetzt auch gleich prägen. Und das machen wir jetzt alles zusammen in einem mit der Big Shot, die mir gerade entgegenfällt. Also wir stanzen zuerst. Das ist also wirklich praktisch, dass man das nicht mit der Hand ausschneiden muss mehr. Manchmal hat man das, dass sich das Papier so ein bisschen wölbt, wenn man zum Beispiel was prägt. Und wenn es euch auch manchmal so geht und ihr wollt dann was ausstanzen und es soll eigentlich schön ausgestanzt sein, dann nehmt euch einfach ein Post-it, klebt es noch über die Stanzform drüber und so hält das alles ein bisschen besser. Und man kann es leichter durchkurbeln, ohne dass einem das andere verrutscht. So. Torte ist schon mal fertig. Und dann nehme ich nur diese dicke Grundplatte. Das ist also die einzige Grundplatte, die ihr jetzt da braucht. Alles andere kann jetzt weg, meine zwei Acrylplatten und meine grüne Platte. Dann kommt mein Papier in der Prägeform, das habe ich jetzt da schon reingemacht. Und darüber kommt dann noch diese blaue Platte für 3D-Formen. Die braucht ihr für alle 3D-Formen, wenn ihr die prägen wollt. Es geht auch total einfach durch, also das ist echt angenehm. Aber die braucht ihr für alle 3D-Prägeformen, für jede beliebige Stanzmaschine könnt ihr die dann verwenden. Und jetzt habt ihr hier so ein richtig schönes geprägtes Papier. Ich habe dieses Papier auch für eine andere Karte benutzt, diese Prägeform. Und zwar für diese Karte hier, das ist die Erdmännchenkarte. Die ist eine ganz süße, besondere Karte. Aber das sieht man auch im Hintergrund, da habe ich jetzt embossed, oben drüber. Und ich habe es noch anders gemacht. Ich habe es einmal mit einem Stempelkissen betupft, mit so einem goldenen Stempelkissen und habe dann diesen Effekt. Also man kann da ganz unterschiedliche Tiefen damit erzeugen. Eben mit Stempelfarbe, mit Embossing-Technik und ohne alles. Einfach nur geprägt. Wenn ihr diese Karte sehen wollt, wie die funktioniert, wenn sie schon online ist, dann verlinke ich es euch jetzt hier oben. Das ist eine ganz süße Babykarte mit einem Schild. Ein herzliches Willkommen, das sich hier versteckt. Okay, aber zu unserer Karte kommen wir. Ich wollte nur sagen, man kann eben mit dieser Prägeform auch noch mehr machen, indem man das einfach nur ein bisschen vertieft, wobei das wirklich eine ganz tolle Prägeform ist, die eigentlich so auch ganz gut ausreicht. Okay, dann ich mal alle Teile auf die Seite. Was ich jetzt mache, ist natürlich noch ein bisschen kolorieren. Und ich hoffe, es spiegelt nicht zu arg für euch. Ich nehme euch da jetzt einfach noch ein bisschen näher hin und benutze dafür die Blends. Als Farben benutze ich einmal Osterglocke dunkel, dann Chili hell und dunkel, Olivgrün hell und dunkel und für den Schokoladenkuchen, ich denke ja, das ist eine Schokoladentorte, also für den Kuchen benutze ich Bronze und Elfenbein und für diese kleinen Blüten, die noch dabei sind, benutze ich das Blütenrosa. Das sind diese ganz, ganz kleinen Tupsen hier, die da oben seht ihr. Genau, und so koloriere ich das Ganze. Ah, das Grau habe ich noch vergessen, das ist Schiefergrau, dunkel und hell für diese Platte hier unten.
Genau. Was ich mache, ist, dass ich immer die dickere Spitze nehme. Und ja, ihr seht es gleich, wie ich das koloriere. Ich versuche da immer so ein bisschen ins Helle und ins Dunkel zu gehen und fange eigentlich immer mit der hellen Farbe an. Ich nehme euch jetzt da ein bisschen näher hin. So. Und lasst euch ein bisschen Musik laufen, dass ihr das dann genießen könnt, wenn ich hier male. Ich fange jetzt einfach hier mit den Blüten an. Ich zeige euch das jetzt einfach an einer Blüte und dann lasse ich die Musik laufen. Eben mit der helleren Farbe zuerst. Aufpassen, dass ich keine Blätter koloriere. Also hier habe ich auch die Blüte. Ich denke, das ist auch ein Blütenblatt. Das ist kein Blätterblatt. Und das müsste auch ein Blütenblatt sein. So. Und dann nehme ich eben die dunklere Farbe. Und das ist eben das Tolle bei den Blends, dass die sich so schön vermischen. Geht da so außenrum und ein bisschen von der Mitte raus. Setzt da einfach noch so ein paar so Akzente. Und dann kann man eben nochmal mit der hellen Farbe nochmal ein bisschen drüber gehen und hat dann so, wenn man möchte, man muss es nicht. Also man muss schon aufpassen, dass man irgendwo noch ein bisschen Stelle lässt, wo man nicht doppelt drüber geht, dass man einfach so drei verschiedene Töne in diese Blüte bringt und ich finde, es sieht wirklich schön aus. Und so arbeite ich mich jetzt einfach durch die ganze Torte durch. Ja, und so sieht sie jetzt aus, meine Torte. Ich finde, die sieht ganz lecker aus. Eine leckere Schokokink-Torte mit heller und dunkler Schokolade, oder? Ich hoffe, ihr kriegt jetzt alle Hunger. Okay, dann basteln wir weiter sozusagen. Wir können jetzt schon fast unsere komplette Karte zusammenbauen. Wir haben jetzt schon fast alle Einzelteile. Was ich jetzt benutze, ich zoome euch mal ein bisschen raus, Entschuldigung, das seht ihr ja gar nichts. So. Ich habe von einer lieben Zuschauerin einen so einen goldenen Garn bekommen. Das finde ich total super und den benutze ich auch ganz gerne. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich hoffe, du siehst es. Das war bei der Weihnachtswichtelkartenaktion. Da habe ich so einen Garn mitgeschickt bekommen. Das fand ich ganz witzig. Und den klebe ich mir jetzt hier noch einmal so, oder wickle ich mir den noch einmal hier so ein bisschen außenrum. Und dazu mache ich so, dass ich mir auf die Rückseite einfach ein doppelseitiges Klebeband rechts und links hinklebe. Dann kann ich den Garn da direkt gleich fixieren. Also vielleicht habt ihr ja auch sowas zu Hause. Wir haben es im Moment im Sortiment nur in Silber und in Blütenrosa, glaube ich. Ja, Blütenrosa. Silber würde natürlich auch gehen, aber ich fand das jetzt irgendwie mit dem Gold embossed eben schön und irgendwie war ich auf eine goldige Torte aus. Mal zum Beispiel auch zur goldenen Hochzeit machen, oder? So eine goldene Torte. So. Wir geben mir das einfach ein paar Mal außenrum.
Genau, so sieht es jetzt aus. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Und dann kann ich mir das Ganze auch schon mal aufkleben. Dann nehme ich jetzt einfach einen Flüssigkleber. Diesmal haben wir einen sehr, sehr großen Rahmen. Also im Vergleich zu sonst, meistens sind meine Karten ja eher mit einem kleinen Rahmen. Dieses Mal ist der Rahmen echt recht groß. Wenn ihr übrigens embosst, dann müsst ihr natürlich auch gleich eure Innenseite embossen. Das hatte ich ja schon hergerichtet. Aber das macht dann natürlich alles in einem Rutsch am besten. Okay, dann kommt unsere Torte und unser Schild. Das Schild wird auch ganz glatt dieses Mal aufgeklebt. Ist auch eher selten. Meistens kommen da Menschen drunter. Aber dieses Mal habe ich mir gedacht, mache ich ja die Torte höher. Kann das Schild schön flach unten drunter. Das klebt jetzt dann ein bisschen über meinem Garn. Vielleicht können wir es noch andersrum machen. Das hätte ich vielleicht ein bisschen höher machen können. Nein, aber so ist auch ganz cool. Schön, ja. Das gefällt mir richtig gut. Und die Torte, die klebe ich mir noch auf mit Dimensionals. Und für diesen Boden hier unten nehme ich einfach nur ein halbes. Dann passt es auch ganz gut. Und die setze ich mir jetzt hier noch so rechts auf. Und die steht hier noch so ein bisschen über den Rahmen drüber. Das fand ich auch ganz schön. So, man kann es auch noch ein bisschen tiefer setzen oder wie es einem einfach gefällt, macht ihr das. Okay, und dann habe ich hier jetzt noch als Verzierung ein paar Perlchen benutzt. Wo sind sie, meine Perlen? Hier ist die Bestellnummer von den Perlen und ich habe gar nicht mehr viele, oder? Doch. Da bringe ich mir einfach noch einen hier unten auf und zwei in unterschiedlichen Größen so nebeneinander hier oben drüber. Ah, und fertig ist unsere tolle Karte zum Geburtstag. Ich finde, die ist echt schön. Also mich spricht diese Stempelform total an. Ich finde, das ist so eine schöne Torte und ja, ich finde, da kann man echt ganz, ganz tolle Sachen zaubern. Ganz, ganz tolle Karten. Wie gesagt, auch zum Beispiel zur goldenen Hochzeit wird sich es anbieten oder überhaupt zur Hochzeit oder hier zum Geburtstag, also zu jedem Fest, wo es Kuchen gibt, also fast immer, kann man die natürlich perfekt nutzen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese kleine Glocke, dann werdet ihr immer informiert, kostenlos, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!